Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Things Live mit Mutter der TV. Wir haben es endlich geschafft. Der Mu hat sich den Kranwagen hier in seine Garage gestellt. Wir haben hier den Stufe 10er der Schweden, also zumindest einen von beiden. Und der hat eine Besatzung von 3 und 2 davon sind auch dringend notwendig, um die Kanone zu laden. Wir haben hier eine Kanone, 120mm Kaliber, 4 Granaten im Magazin und wir machen 400 mittleren Schaden. Bei 252 Durchschlag. Mit Heat wären es 300. Ist jetzt nicht der beste Wert für den Durchschlag, aber damit kann man arbeiten. Streuung liegt bei 0,36 und eine Zielerfassung von 2,5 ist auch ziemlich Brawl-lastig. Man sollte damit eher nicht so snipern. Sichere Schüsse, ihr wisst. Ansonsten können wir den mal vergleichen mit den anderen Autolodern. Wir haben hier nämlich ein paar Besonderheiten, die die anderen Autoloder nicht haben. Ne, da rede ich natürlich von unserem AMX 50B und dem T57 Heavy. Wir haben hier den mittleren Schaden pro Schuss, sind alle bei 400. Wir haben alle die gleiche Kalibergröße, aber die Durchschlagskraft ist schon ein bisschen anders. Der T57 zum Beispiel ist da ganz weit oben, aber die nehmen sich jetzt nicht sehr viel. Aber was hier ganz groß ins Auge fällt, ist erstmal die Turbendrehgeschwindigkeit. Ne? Sowohl AMX als auch T57 sind da sehr viel schneller, können sich also schneller auf Ziele ausrichten. Wir brauchen da ein bisschen länger. Und hier fällt auch was auf. Hier haben wir nämlich etwas ganz Besonderes. Und zwar, wir haben einen Höhenrichtbereich des Geschützes von minus 12 Grad. Minus 12 Grad Gun Depression, das ist wirklich richtig viel. Und das kommt dem auch zugute. Wo der AMX nur minus 10 hat, das ist guter Standard. Und minus 8 beim T57, der kommt nicht an alles ran, haben wir hier minus 12. Und das ist wirklich sehr stark. Dafür laden wir aber auch bei weitem nicht so schnell nach wie ein T57. Ne, das sind hier fast 10 Sekunden Unterschied. Das spiegelt sich leider auch in dem mittleren Schaden je Minute wieder. Wir haben 2324, das ist echt nicht die Welt, gegenüber dem T57 von 3203. Ja, Zielerfassung sind wir mit dem AMX 50B gleich auf. Leider ist die Streuung etwas höher, nur etwas. Ja, Struktur. Wir haben 2000 Hitpoints. Wir haben leider die wenigsten Hitpoints überhaupt. Ne? Alle anderen haben ein bisschen mehr, können also auch mehr vertragen. Dafür haben wir aber auch eine bessere Turmpanzerung von 225. Das ist wirklich relativ gut. Da kann schon mal was abprallen. Da prallt ziemlich viel ab. Und wenn ihr die Wanne versteckt, ja, und nur den Turm rausgucken lasst, alter Schwede, der ist richtig bösartig. Ja, da gehen schon mal die Gegner einfach mal einen anderen Weg, weil sie da echt keinen Bock drauf haben. Also, ne, der hier hat einen sehr starken Turm und den sollte man auch einsetzen. Im Gegensatz zu dem, ja, guten Brawler T57, ne, wo der hat überall so ein bisschen Panzerung, aber der Turm ist halt relativ schwach und der AMX 50B hat gar keine Panzerung. Das Interessante ist, dass wir trotzdem, obwohl wir so einen starken Turm haben, auch relativ schnell sind. Ne? Wir kommen auf insgesamt 60 km/h. Das ist nah am AMX, weit weg vom T57 und das dauert nicht mal lange, bis wir da sind. Also der ist wirklich relativ schnell, auch wenn wir nur ein Leistungsgewicht von 15,63 haben, im Gegensatz zum AMX, der wirklich sehr flink ist. Der hat ja auch fast die doppelte Motorleistung. Aber ansonsten braucht er sich nicht verstecken, der Kranwagen. Der ist wirklich sehr flink unterwegs und das Ganze mit einem sehr guten Turm und einer relativ guten Kanone. Nur mit einem sehr hohen Reload. Ja, die Tarnung ist ein Tick besser, aber das ist nicht weiter wild. Aufgehen tut ihr sowieso. Die Sichtweite ist leider 10 Meter geringer als bei den anderen beiden. Deswegen Ziele selber spotten ist hier ein Tick schwieriger als bei dem AMX oder T57. Gut, dann bin ich ja echt mal gespannt, wann was der gute Kranwagen hier im Gefecht abliefert. Ich wünsche euch viel Spaß. Und da sind wir schon auf Himmelsdorf zusammen mit der Nubias in T110E5. Huh. Hallo. Okay, wir werden in Richtung Hügel wandern, denn da habe ich Gun Depression, ne? Da kriege ich die Kanone runter und da kann ich dann dort am Hügel arbeiten. So ist zumindest der Plan. Und sichere Schüsse sind hier extrem wichtig. Ne? Wir haben nur 4 Schüsse im Magazin, müssen ziemlich lange nachladen und da ist es extrem wichtig, dass man auch seine Schüsse trifft. Und ihr müsst euch in vor Artillerie in Acht nehmen. Artillerie mag euch sehr. Aber gegnerische Panzer haben ernsthafte Schwierigkeiten, bei diesem Turm hier durchzukommen. Ne? Wir kommen ja da auf über fast 300mm Panzerung. Also durch die Schräge. Und wenn wir angewinkelt sind durch einen Berg, wird das noch viel mehr. Wir haben oben allerdings 2 Weak Spots. Ne? Sehr kleine Weak Spots. Ihr seht es vielleicht oben, die Kommandantenkuppeln. Die kann man treffen. Manche treffen sie. Und ihr dürft niemals, egal was passiert, den Turm zur Seite drehen oder sonstiges, wenn euch da jemand was Böses will.
denn dort ist das Amarok. Das platzt sehr schnell. Leider haben wir hier jetzt ein Problem. Unsere Fahrzeuge sind schon ziemlich weit vorne. Und, oh, guckt euch das an, wie wir hier rüber klettern können. Das ist der Wahnsinn. Da haben wir einen Stritzwagen. Da schieße ich aber nicht. Wie gesagt, sichere Schüsse. Und bisher ist hier nicht allzu viel zu holen. Ich warte einfach mal, bis die hier hochkommen oder rauskommen oder wie auch immer. Ah, eigentlich müsste ich näher ranfahren, aber ich hasse es, näher ranzufahren bei sowas. Ich glaube nicht, dass ich die retten kann. Ah, hier, jetzt. Erster Schuss. Gut, dass wir gewartet haben. Zweiter Schuss. Na komm. Dritter Schuss. Vierter Schuss. Und ich habe zu viel Seite gezeigt. Oh, beziehungsweise zu viel von meiner schicken Wanne. Und da kamen die natürlich durch. Aber immerhin, wir haben 3 von 4 Schuss getroffen. Das war okay. Und in 18 Sekunden machen wir weiter. So, ich werde mich jetzt hier mal anbieten. Einfach nur den Turm zeigen. So. Vielleicht schießen sie auf mich. Das wäre toll. Dann schießen sie nämlich nicht auf andere und prallen bei mir hoffentlich ab. Nur leider sehen wir hier nichts. Und in 3 Sekunden kann ich auch wieder Nubia verteidigen. Bin ready. Jetzt müssen sie nur rumkommen. Kommen sie rum? Nö. Doch, ich glaube, sie trauen sich gleich. Warte. 1. 2. Ah, hat repariert. Da kommt ein Stritzwagen. 3. Ah, hat leider nicht getroffen. 4. Hab ihn angezündet. Er brennt ab. Bin im Reload. Der Stritzwagen ist ein Tick zu viel. Ich glaube, der weiß, dass du im Reload bist. Ja, leider. Oh, den könnten wir jetzt so schön wegräumen. 13 Sekunden noch. Ja, gegen den habe ich keine Chance. 8 Sekunden noch. Ich sehe bedrohlich aus, er fährt weg. Happen. Er fährt weg. Ich komme bei dem nicht durch. Ja, ist nicht einfach. Ich treffe auch seine Kommandantenkuppel nicht. Bin im Reload. Oh oh. Ah, ein Kranwagen ist jetzt zu viel. 20 Sekunden noch, ich hätte warten sollen. Komm, Stritzwagen, schieß auf mich. Ja, sehr gut, hat geschossen. Schön. Jetzt ist halt aber immer noch der Kranwagen. Ja, Moment, ich fahr vor. Der schießt Heat. Ah. Wirklich? Oh. Oh. Wow. Er hat 2 verschossen, also ist 2 mal nicht durchgekommen. Das ist wirklich sehr viel. Ach shit, der schießt auch Gold. Naja, aber jetzt können wir hier aufräumen. Also, bedanken wir uns erstmal kurz bei Nubia, dass sie hier gerade im Sandsack gespielt hat. Sehr gerne. Da war gerade ein HE von der Grille. Und wir sind bei 4320 Schaden. Das geht hier relativ schnell, wenn man hier ein bisschen supportet. Das ist kein Fahrzeug, der alleine im Kampf agieren kann. Weil, ihr seht, ne, die Gegner zählen die Schüsse mit. Und wenn ihr keine Schüsse mehr habt, dann haben sie 30 Sekunden lang Zeit, euch zu malträtieren. Also fahrt niemals, niemals alleine irgendwo hin. Das funktioniert nicht. Außer ihr wisst, ihr könnt mindestens einen Kill holen. So, das war's. Schöne erste Runde. Das war tatsächlich einer der wenigen ersten Runden. Ich hab den noch nicht lange, ne? Wir fahren den noch nicht lange. Und im Moment gucken wir uns den bloß erstmal an, aber bisher gefällt er mir sehr, 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 sehr gut. Besser als der AMX-50B, wie ich finde. AMX-50B hat ein komplett anderes Einsatzprofil. Ne? Der ist dazu da, um kurz reinzupushen, seine Schüsse abzulassen und dann wieder zu gehen. Hit and Run quasi. Das ist bei dem hier nicht so. Ne? Das ist ein hier reines Support-Vehikel oder halt ein Hügelkämpfer im Team. Ja? Und wir sind Platz 1, das lief ganz gut. Und wir haben sogar 1530 abgewehrt durch Panzerung. Also das ist echt nicht schlecht. Und 30.000 können wir mit nach Hause nehmen. War eine schöne Runde und ich denke, wir finden da noch so eine. Weiter geht's. Und das Ganze auf Bergpass mit unserer Nubia. Und wir fahren nach Süden. Also wir hätten jetzt eigentlich 2 Möglichkeiten gehabt. Wir hätten jetzt hier auch oben über den Gletscher fahren können. Aber da kann Nubia nicht ganz so gut arbeiten. Und da sind wir natürlich gefährdet, wenn wir den Gegnern entgegenpushen. Ne? Kann natürlich sein, dass sie uns dann die Seite schießen. Das wollte ich nicht.
riskieren. Deswegen fahren wir jetzt erstmal nach Süden. Machen es erstmal wirklich safe. Oder so gut wie safe. So, hier natürlich immer Turm nach links, ne? Wenn ihr hier lang fahrt. Immer. Kann sein, dass da drüben Schüsse fliegen und eure Türme sind meistens, ja nicht immer, aber meistens etwas besser gepanzert als die Turmseite, also die Turmfront. Viele fragen immer, wie schaffst du es, dass du dich umsehen kannst, während der Turm still stehen bleibt? Rechte Maustaste gedrückt lassen. Ne? Ihr könnt einfach irgendwo hingucken, rechte Maustaste gedrückt lassen und dann könnt ihr euch umsehen. Wie in World of Warcraft, nur halt mit der rechten Maustaste. So. Mal gucken, was wir hier so machen können. Ihr seht schon, ne, wie schnell wir sind. Also für einen Autoloader ist das echt gut. So, vor uns kam ein T57. Gucken, ob wir den erwischen. Ah, da sieht er. Ah, schade, er ist nicht vorgefahren. Sichere Schüsse. Und unangezielt möchte ich mit dem hier gar nicht erschießen. Die haben aber längst eine Artillerie, da müssen wir aufpassen. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt alles hier von rechts kommt. Ich auch nicht. Es kann sein, dass jetzt hier sehr viel von rechts kommt. Und ah, man T62. Wo kommt der denn her? Der ist aber aggressiv. Oh, da haben wir einen T10. Die Frage ist, ist er dazu berechtigt oder überschätzt er sich gerade nur? Der überschätzt sich. So. Der geht jetzt nämlich raus. So, ein Zehner ist weg von dreien. Und da haben wir noch T10. So, ich bin im Reload. Aber ich bin hier relativ. Stehen sich hier alle selbst im Weg. Ich komm zu dir. Jo, aber Vorsicht, da steht ein T57, ne? Ja. Oh, ich werd gepusht. So, ich habe versucht, mich anzuwinkeln. Es, ne, unsere Wanne ist nicht die stärkste, aber wir haben Ketten. Da kann natürlich trotzdem immer noch ein Schuss hängen bleiben und da kommt ein IS-7, alles klar. Den T10 kriegen wir raus, wenn er gut steht. Falls er nochmal vorfährt, war es das mit ihm. Oder wir pushen ihn ganz einfach, solange der IS-7 noch nicht da ist. Ist er denn noch nicht da? Der ist noch nicht da. Magst du rüberkommen? Soll ich zu dir kommen? Okay. Ja. T57. Aber ich habe mich kurz als Ziel angeboten. Falls er lieber auf mich schießen mag. Da kommt jetzt kommen wir aber hier ins Schussfeld vom T57 Heavy. Jetzt, es geht erstmal der T10er raus. Deiner? Ich lade noch. So. Da sind noch ein IS-3. Ich muss mal rechts an dir vorbei. Okay. Bleib mal stehen. Zwei Schuss habe ich noch. So, jetzt stehen wir hier und sehen bedrohlich aus. Der T57 kann, glaube ich, nicht davon schießen. Der zieht sich gerade zurück. Sehr gut. Die kriegen von hinten Besuch. Oh ja, das ist gut. Dann können wir hier ein bisschen vor. Dann gucken wir mal, wo wir hier noch unsere letzten zwei Schuss unterkriegen. Ich will den IS-7. Wäre besser. Erster Schuss. Zweiter Schuss. Ich bin im Reload. Schön. Und drauf da. Ich biebe mich mit an. Ne? Mehr Hitpoints. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Oh, da ist noch ein Jagdtiger. Vorsicht. Der ist da ganz hinten. Achso. Okay. 6 Sekunden noch. Ja, bis wir den haben, kann ich wieder schießen. Dann ist er auch raus. So. Ja, also, es ist wirklich ein schönes Gerät, ey. Ich mag den sehr. Da ist ein Veteraner. Ja, ist mir egal. So, T57. Nein, sichere Schüsse, Mut, sichere Schüsse. Ach, verdammt nicht. Wo ist denn der WT? Er war tot. Der ist tot, ja. Schade. So viel zu sicheren Schüssen. Ja, aber da sieht man es mal, ne? Sichere Schüsse sind wirklich wichtig. Aber ich bin echt froh, dass ich den gekauft habe. Ich hatte ja jetzt Credits für einen einzigen Zehner. Ich hätte ja noch einen E50M kaufen können, der kommt auch noch. Oder den Briten Heavy oder irgendeine Artillerie oder weiß der Geier, was ich da noch habe. Aber mit dem hier bin ich echt sehr, sehr glücklich. Ich mag den sehr. Das ist ein schöner Panzer. Und den werde ich auch öfters jetzt mal im Stream fahren. Wenn ihr Lust habt
und eventuell wieder neuen Videos. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von den Schweden an sich haltet. Ich habe zum Beispiel die 10er TD, ne, den Stützwagen, den habe ich zum Beispiel noch gar nicht ausprobiert. Also nur mal im Testserver. Da fand ich ihn jetzt okay, aber mehr auch nicht. Könnt ihr mal reinschreiben, falls ihr die habt, was ihr von den Panzern haltet, von den Schweden insgesamt. Die Reihe bis hierher fand ich ein bisschen durchwachsen. Ja, es waren schöne Panzer, es waren sehr gute Kanonen, aber das von Light auf Medium, dann zu Heavy, mag ich überhaupt nicht. Das habe ich bei den Amerikanern schon verteufelt und hier mag ich es auch nicht. 2150 Schaden abgewehrt durch Panzerung. Yay! fand ich jetzt den Weg hierher nicht so dolle und der hat mich ganz schön viel Kohle gekostet, also auch Gold, weil ich die Besatzung ständig umtrainieren musste. Und ja, jetzt heißt es hier erstmal die Besatzung wieder hochtrainieren, denn meine andere Besatzung der Schweden sitzt im Achter. Den habe ich behalten. Gut, das soll es dann noch erstmal gewesen sein mit dem Kranwagen. Wir sehen uns demnächst wieder mit einem anderen Panzer. Macht's gut, bis bald, Almo. Tschüss. Hüter der Herde, Mai 2017, ist der liebe Sharkton. Sharkton ist der erste Hüter der Herde. Vielen, 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 vielen Dank, lieber Sharkton. Und da sind natürlich noch ein paar Plätze frei. Ihr könnt auch den Mu unterstützen unter tipi.com/motility. Vielen, vielen, vielen Dank an die Herde für euren tollen Support. Ich hab euch echt lieb. Dankeschön.